Moin, moin, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur Auswertung des Geburtstagsexperiments, zur Auswertung des Votings und ein abschließendes Fazit, wie ich es jetzt im Endeffekt dann für mich noch selbst persönlich wahrgenommen habe. Und ja, dazu habe ich mir auch ein kleines Skript heute mal ausnahmsweise aufgeschrieben, also nicht wundern, dass ich ab und zu mal meinen Blick nach unten gleiten lasse. Ja, wo fange ich an? Am besten nochmal am Anfang für all jene, die nicht von Anfang an dabei gewesen sind, die nicht wissen, um was es geht. Es geht darum, dass ich mir zu meinem 50. Geburtstag gewünscht hatte, mal mit großen bzw. größeren YouTubern oder Streamern zusammen ein paar Runden zu zocken. Zur Auswahl hatte ich Hunt Showdown und Escape from Tarkov. Ich hatte mir dann auch meine fünf Lieblingsleute, meine Favoriten rausgesucht. Das waren unter anderem halt Meyer, Totally Acro, Scooey, End of Blood und Fabian Siegesmund. Ich glaube, so mit den ersten dreien hätte ich gern halt Escape from Tarkov gezockt, mit den zwei letzteren, also mit End of Blood und Siegesmund, Hunt Showdown. Wie ging es also los? Ich habe dann den Leuten am 21.04. diesen Jahres eine E-Mail geschrieben, bisschen von mir erzählt, bisschen den Hintergrund erklärt, warum und was die Idee dahinter ist und so. Ja, und war dann voller Erwartungen auf Antwort, auf positive Antwort. Von den 5 Leuten hat sich leider nur einer gemeldet. Und ursprünglich wollte ich das ganze Event oder Experiment bis zum Ende des Jahres laufen lassen, weil ich den Leuten noch ein bisschen Zeit geben wollte, dass wir zueinander finden sozusagen, weil die sind beschäftigt und warten nicht darauf, dass ich mich jetzt nur bei ihnen melde und ihnen den Tag rette sozusagen. Das Experiment kann ich jetzt an dieser Stelle abbrechen, weil ich glaube, 2 Monate sind jetzt rum. Es kam keine Antwort mehr und ich rechne auch nicht mehr damit, dass jetzt noch eine Antwort von jemandem kommt. Von daher machen wir jetzt an dieser Stelle halt einen Cut und nehmen das, was wir bekommen haben. Und das war auch sehr gut und ich habe mich riesig gefreut. Aber dazu später. Im Laufe dieses Videos erfahrt ihr dann, wer bereit war, sich auf mich einzulassen. Dazu hatte ich ja mal das Voting eingestellt auf meiner Community-Seite. Da konntet ihr ja mal eure Tipps abgeben, wer das gewesen sein könnte, der auf mich reagiert hat und mit dem ich dann im Endeffekt auch zusammen gezockt habe. Das Voting war recht interessant und viel anders aus, komplett anders, als ihr es wahrscheinlich erwartet habt. So, der Meyer lag mit 40% weit vorn in eurer Gunst, aber ich kann euch so viel verraten, der Meyer war es nicht, hat sich nicht gemeldet. Ich sehe schon eure enttäuschten und Tränen gefüllten Augen. Mir ging es auch so. Ehrlich gesagt, hätte ich auch gedacht, dass sich der Meyer da nicht lumpen lässt und sich wenigstens mal meldet. Dem war aber leider nicht so. Kommen wir nun zu Totally Acro und Fabian Siegesmund. Die beiden liegen ja gleich auf mit 23%. Auch diese beiden haben sich leider nicht gemeldet. Beziehungsweise beim Herrn Siegesmund bin ich davon ausgegangen, dass er sich nicht melden wird. Ich hatte es ja vor einem Jahr schon mal per Facebook bei ihm versucht, ein Jahr gewartet, kam auch keine Antwort und habe es diesmal nochmals über sein Netzwerk versucht. Da kam direkt eine Antwortmail zurück, dass man den entsprechenden Creator, sozusagen Content Creator, kontaktieren wird oder ihm darüber in Kenntnis setzen wird und er sich dann bei mir melden würde. Ja, leider nicht passiert. Hoffnung war groß und bekanntlich stirbt die Hoffnung zum Schluss, aber am Ende war sie tot. Die Hoffnung starb. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Ja, dann bleiben noch Hand of Blood und Scooey. Und immerhin hat Hand of Blood noch 2 Prozentpunkte mehr von euch erhalten als Scooey. Auch hier waren die Erwartungen etwas größer, aber auch von ihm, vom Hand of Blood, leider keine Rückmeldung. Bleibt also nur der liebe Scooey. Und das ist die gute Nachricht.
Scooey und ich haben es dann geschafft, ein paar Runden Escape from Tarkov miteinander zu zocken. Und tja, wie die Rückmeldung allerdings vom Scooey ausgefallen ist, wie wir da so zueinander gekommen sind, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das fand ich ebenso überraschend wie lieb. Und ja, lasst es uns mal zusammen ansehen. Ach, ich spiele einfach mal wie ein richtiger Bastos jetzt. Hey, Senseless. Geht. Hey, Mario. Warte mal, Senseless, hattest du mir nicht eine E-Mail geschrieben? Du warst das, ne? Ich habe die bis jetzt nur ein bisschen überflogen, kurz. Ich werde die auf jeden Fall antworten, ne? Keine Sorge. Ich denke, das, was du da möchtest, geht auf jeden Fall klar, kein Stress. Am besten schreibst du mir über Discord, das ist echt immer das Einfachste. Digga, es kann doch nicht sein, dass hier keiner kommt. Wo sind die denn alle, Alter? Ja, kein Thema, Senseless. Immer gerne, Mann, immer gerne. War ja auch eine nette E-Mail. Kriegen wir alles hin. Was mich da besonders beeindruckt hat, ist, dass die E-Mail war ja schon eine Weile raus sozusagen. Und ich komme in seinen Stream und schreibe Hallo und gebe da meinen Senf ab. Und Scooey dann, ey Senseless, warst du das nicht, der mir eine E-Mail geschrieben hat und so. Und das fand ich schon krass, ja. Ich bin ja einer von vielen, die da in seinem Stream schreiben, und er hat sich das gemerkt, dass das war schon das Respekt, das tat gut. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, ach so, kurz ein paar Worte zum Scooey. Wer ihn noch nicht kennt, er ist ein leidenschaftlicher Tarkov-Zocker und er veranstaltet regelmäßig Turniere und Events für Tarkov. Er mag jetzt mit seinen 2052 Abos aktuell auf YouTube zwar nicht oder noch nicht zu den großen YouTubern zu zählen. Sein Schwerpunkt liegt mehr auf Twitch, auf Streamen, und dort hat er ja 10.000 Follower. Das ist schon eine Hausnummer. Und was ich noch sagen wollte, für mich ist er halt auch so ein Großer, weil er halt die Größe hatte, ja, sich auf mich kleinen Wurm einzulassen und zu sagen, ja, meiner Senseless, mein Liebling. Mit dir zocke ich. Gar kein Ding. Machen wir. So, dann an dieser Stelle mal vielen Dank an Scooey, an dich. Rudi, hab mich sehr gefreut. Großen Kuss gehen raus. Links zu Scooey habe ich euch mal unten in die Videokommentare gelegt. Schaut gerne mal vorbei. Lasst Liebe da. Gut, kommen wir zum Fazit. Bin ich enttäuscht? Mit einem Wort ja. Von Hand of Blood und Sigismund, wie gesagt, hatte ich halt nichts anderes erwartet. Man gibt sich wahrscheinlich doch nicht die Blöße, sich mit so einem kleinen Wurm, zu einer Mistenmade, wie ich es bin, abzugeben, einzulassen. Mit knapp 1000, nicht mal 1100 Abos bin ich halt nichts sozusagen. Und ja, was will man sagen? Allerdings hätte ich doch, ehrlich gesagt, damit gerechnet, dass sich wenigstens Meyer oder Total die Aggro mal wenigstens melden, mit einer Rückmeldung, absagen oder zusagen, was auch immer. Leider auch nicht passiert, und das ist der Punkt, wo ich mich dann schon etwas geärgert habe, weil ich in meiner E-Mail oder in den Mails an die Leute extra noch darum gebeten habe, bitte antwortet mir, ignoriert mich nicht. Ich kann mit einem Nein leben, aber es ist für mich schon, es ist ein harter Schlag ins Gesicht, ignoriert zu werden. Ja, einfach so wie ein Stück Dreck auf der Erde. Und ja, selbst das Stückchen Dreck auf der Erde kriegt seine Aufmerksamkeit, wird weggekehrt und so. Und kriegt sein Feedback sozusagen. Ich bin also noch weniger wert. Und das tat schon weh. Weiß jetzt nicht, ob es Absicht war oder nicht. Oder ob
die E-Mail einfach gelöscht wurde. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen, will ich auch jetzt mich nicht äußern. Ich kann es nur aus meiner Perspektive jetzt sagen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Und ich hätte es ja auch nicht in die E-Mail geschrieben, wenn es mir nicht wirklich wichtig gewesen wäre. Mir war es nicht so wichtig. Also es war schon wichtig, mit den Leuten zu zocken. Wäre schön gewesen. Geil, ja, aber eine Rückmeldung, ein kleines Feedback. Wenigstens diese Wertschätzung hätte ich erwartet. Und was soll ich sagen? Aber im Endeffekt hat Scooey das Experiment gerettet und er war mein Licht in einer mondlosen Nacht. Sorry, da kommen mir fast die Tränen bei so viel Lyrik, nee, wie sagt man, Prosa oder so, keine Ahnung. Ja, und dieses Licht lasse ich dann auch in der kommenden Woche gern auf euch scheinen. Ich werde die Videos noch schneiden und dann haue ich sie im Laufe nächster Woche raus. Ja, was soll ich sagen? Ich war schon ziemlich aufgeregt, so ein kleiner Feierabend-Tarkov-Zocker wie ich, dann mal mit so einem Profi unterwegs zu sein. Ich glaube, ich habe mich auch nicht ganz so dumm angestellt, aber dieses Urteil überlasse ich euch dann. Schaut euch die Videos an, lasst gerne einen Kommentar da, Likes wären immer willkommen und eure Meinung zu dem Ganzen. Hierzu generell würde mich nochmal interessieren, wie seht ihr die Sache? Bin ich da etwas zu sanftmütig gestrickt, was das Feedback anbelangt? Müsste mir da wahrscheinlich eine härtere Schale wachsen lassen oder so und das nicht so persönlich nehmen. Ja, ist jetzt nicht so persönlich, aber wie gesagt, es tut schon ein bisschen tat's schon. So, was gibt's noch zu sagen? Noch was ganz Wichtiges. Ich danke euch allen fürs Anschauen, fürs Mitmachen, fürs Unterstützen, fürs Liken, überhaupt, dass ihr da seid. Für die Teilnahme am Voting, ganz wichtig. Ja, noch ein großes Dankeschön nochmal an Scooey raus. Ich werde unsere Aktion nie vergessen, Bruder. Das hat mir echt viel Spaß gemacht und hat mir echt sehr, sehr viel gegeben. Du hast das nochmal gerettet für mich und dafür stehst du ewig in meiner Schuld. Nein, andersrum. Bis dahin. Hab euch lieb, bis dahin und tschüssi. Wir sehen uns.